Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge World of Warships hier aus Tegel im Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei mir ist das Thompson. Hallo. Servus. Wir beide fahren einer der Bayern, das bin ich, und der Thompson fährt in Nürnberg in einem Standard-Battle. Du musst deine Mikroschwelle noch ein bisschen nach unten, weil du bist ziemlich abgehackt. Das ist eine Information, die hättest du jetzt nicht zwingend während der Aufnahme mir übermitteln können. Wäre schön gewesen. Ah, weil ich verstehe so gut wie nichts gerade. Er macht mich schwach. Also in Discord. Ja. Wir müssen ja unbedingt Discord ausprobieren heute hier. Wir können ja das nicht einfach mal so lassen, wie wir das immer gemacht haben. Nein. Nee. So, rechts. Ich versuche hier gerade die Schwelle einzustellen. Ja, von mir aus rechts. Es scheint schon geklappt zu haben mit der Schwelle. Ja, die habe ich hier jetzt schon verändert. Wir bauten hier nicht eine Insel direkt vor mir hin. Oh, meine Lecklampe ist rot. Was soll das denn? Ganz was Neues. Oh, der Batschon, der will unbedingt links fahren, siehst du das? Ja. Will er dort vielleicht ein paar Team killen, wenn der Rose bleibt. Das kann möglich sein, ja. Kann man ja mal machen, sowas. Also, wie ihr schon mitkriegt, versuchen wir es heute mal ein bisschen Discord einzurichten. Das soll quasi eigentlich auch dafür dienen, dass wenn wir mal streamen und jemand aus dem Stream mit uns mitfährt, dass wir da eine Anlaufstelle haben. Beziehungsweise generell, dass wir eine Anlaufstelle haben für ja, Leute, die zu uns gehören, die irgendwie sagen, ach ja, das ist ganz nett, ich möchte mal mit dem quatschen. Und bisschen diskutieren, vielleicht. Diskortieren, ja. Ja. Also durchaus kann man denn... Wenn man Lust zur Laune hat, hier mal vorbeikommen, dann veröffentlichen werden wir das auch mal irgendwann. Also ich weiß jetzt noch nicht, wann wir das ganz öffentlich machen. Also ich denke mal, das wird so im Stream mal nebenbei passieren, dass da irgendeiner dann mal was hört davon, wo das ist und wie das ist und warum. Und ja, es wird sich schon irgendwie eingerufen. Also wie gesagt. Zuerst mal alles ein bisschen testen und die Kinderkrankheiten, wie eben gerade vorhin, ein bisschen ausmerzen. Musste ich wieder leiser machen, jetzt fängst du nämlich an zu schreien. Warte, ich gebe das Mikro ein bisschen weit weg, so. So, naja, alles sowas, das muss man dann alles mal rausfinden, ne? Wie das denn so richtig geht und... was man da machen sollte. Na, Leander, bist du denn da, wo ich hinschieße? Nein, du lenkst weg. Warum lenkst du weg? Ich wollte dich doch treffen. Mist. Auch wirklich rausgelenkt hier. Da haben wir noch eine Kirov. Oh, die ist nur wirklich hinter der Insel. Da kann ich wirklich nicht hin. So. Was haben wir da? Haben wir eine Cleveland. Scheint sich nicht sehr doll zu bewegen, ne? Fand ziemlich geradlinig. Zumindest nicht seitlich, ja. Ah, jetzt dreht es ein bisschen ein. Hoffen wir mal, dass sie denn, wenn sie dann sich weiter dreht, genau da ist, wo meine Schüsse hinfliegen. Oh, das sieht gut aus. Bäm! Volltreffer. Sehr schön. Ja. Komm, jetzt sei mal nicht so Cleveland. Ich hab dich auch nur einmal beschossen. Jetzt hast du mich einmal beschossen. Ist wieder Frieden? Anscheinend. Ich will gerade Eierkuchen. Nein, er will keinen Frieden. Er will unbedingt noch weiter mit mir boxen hier. Hat natürlich ein Problem mit den Torpedos, die da angeflogen kommen. Tja. Ich hätte ja fast gesagt, um mir laufen, mein Guter. So, dann gehen wir da hinten mal auf den New Mexico. Da schicken wir auch mal ein paar Liebesgrüße hin. Liebesgrüße aus Bayern. Und da vorne haben wir eine Königsberg. Königsberg platzt schnell, ne? Oder wie war das? Ja. Ah, nee, das war die... Ja. Ist schnell geplatzt, wie du gesehen hast. Das ist ja ein Ding hier schon wieder. Hier geht das ja schon wieder. Wie mein ehemaliger Kollege mal gesagt hat. Nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Das geht nicht. Das kann ich nicht sagen. Dann sind wir echt nicht mehr werbefreundlich, wenn ich das sage.
Dann gibt das nur noch auf den selbigen. So. Probieren wir es mal nochmal da hinten mit der New Mexico. Hat ja eben nicht ganz so doll geklappt, aber wir gucken mal den Kugeln hinterher, wo die einschlagen. Ja, wunderbar, oben drauf auf dem Schiff. Sehr schön. Naja, einer hat ein bisschen Dings gemacht. Oh, was ist das hier? Eine Gäde. Wie sieht denn hier vor mir direkt? So, die Dunkirk, die kriegt da von der New Mexico ein bisschen Massage, aber es geht alles los, alles im Rahmen. Jetzt fängt der Kater wieder an zu randalieren hier. Solange Unglaublich. er keine Stiefeln anzieht. Ja, aber. Du kapierst nicht. Schläfst den ganzen Tag und dann, wenn er mal ruhig sein könnte, so ein bisschen mit, dann wird's. Dann wird's kurz das Terror rausgeholt. Was ist eine Königsberg? 16. Oh, das könnte zu wenig vorgehalten gewesen sein. Ja, bisschen zu wenig. Nehmen wir ein bisschen mehr. Immer noch zu wenig oder nee, kommen die kommen gut, oder? Kurz. Alles klar, so gucken wir mal, was ist da noch hier? Da ist die New Mexico noch. Und da haben wir noch so einen Franzmann. Ah, das wird so kurz vorgehalten. Ah, er lenkt doch immer schön hin und her, also kannst du schlecht einschätzen, wo der lang fährt als nächstes. Aber. Oh, die waren gar nicht mal schlecht. Naja, gut. Overpen, alles klar. Naja, aber ich war drauf im Gegner. So. Kirov haben wir da immer noch. Dünkirk haben wir da immer noch. Königsberg haben wir da immer noch. Gucken wir nochmal zu Königsberg. Wie fährt sie denn? Die fährt schräg nach hinten, ne? Ein bisschen drüber halt. Ein bisschen mehr geben. 14 Kilometer. Ja, könnte noch immer zu kurz gewesen sein, der Schuss. Was? Torpedos auf Backbord? Da hinten. Oh, der war drauf, der Königsberg. Sehr schön. Oh, jetzt ist hier aber ein bisschen mehr los. Jetzt müssen wir mal ein oder zwei davon versenken. Gerade dabei. Der War Sprite kommt auch noch hier zur Hilfe. Aua. Oh. Ja, na toll. Na, schön Schrank auch. Wen habe ich denn den gekriegt hier noch? Dann bauen wir ein bisschen jetzt die New Mexico fett. Ah, naja, es gab ein paar Einschläge, aber schon mal besser. So, dann reparieren wir uns ein bisschen hoch hier. Und zur Sicherheit, hier werden wir wahrscheinlich gleich die nächsten Torpedos wahrscheinlich hier durch den Wald kommen wollen. So, nee, dann gehen wir doch lieber auf die War Sprite, oder? Ah, die War Sprite macht sich gerade schick für mich. Gehen wir mal Feuer drauf, obwohl die New Mexico hätten wir versenken können, ne? Naja, gut. Ah, Pralla. So. Du flüchtest jetzt vor dem Franzosen oder wen? Vor allen. Alles klar, Ich habe okay. vorher von der New Mexico ziemlich kapitalen Treffer bekommen. Ah, hast du ein bisschen gekostet, ja? Ja, da müssen wir mal zusehen, dass wir die unter Wasser kriegen, ne? Ja, ich habe sie nochmal angezündet. Oh, die Warspite steht auch schön. Probier nochmal die Warspite. Oh. Und wo ist der Zerstörer hin, der hier hinten war? Es ist hinter der Insel dort bei der Lage alles und ja. Ah ja. Oh ja, der war gut auf der Warspite. Der hat mal schon mal wieder Kapital. Gut. Wir haben der Warspite schon mal einen guten mitgegeben. Leander ist jetzt wieder aufgetaucht. Das war sogar ein Torpedo von dem Ding, was ich gefressen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf der Entfernung? War die näher dran an mir mal? Du schießt auf mich. Ernsthaft? Der Franzose? Leander macht sich auch nicht gerade schick für mich. Ja,
dreht sie weiter. Überdreht sie. So. Machen wir nicht drauf, schade. Das Ruder von der Leander habe ich kaputt. Ja, ich komme gerade nicht ran an die Leander, die ist für mich gerade hinter der Insel. Hätte sie gerne, muss ich sagen, weil die würde ich gerne schnell versenken wollen. Die hat ja auch so fiese Torpedos dabei und sowas. War jetzt hier. Franzose, der ist zu schnell, wa? Man drüber, das hätte ich jetzt nicht erwartet, okay. Oh, jetzt ist der Leander hier wieder zu sehen. Oh, ich glaube, der geht eher unter, bevor ich da drauf schieße. Blende aus. Ja. Ich hin auf die Königsberg. Ich schieß mal auf die Warspad. Was hab ich denn da wieder gemacht, ey? Wieder nicht bei Dino vorgehalten. Irgendwo ist da dieser Zerstörer hier noch hinter der Insel, oder? Bräuchte mal Sicht. Das wäre cool. Ah, du hast Sieg gekriegt, okay. Unser Sieg ist in Sicht. Hm. 2081, 200 Penetration, Open. Na gut, kann ja mal passieren so. Ich bleib aber vor der Insel. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob dieser scheiß Zerstörer hier hinter der Insel auf mich wartet. Und den muss man ja nicht zwingend in den Arm fahren. Den Franzosen nochmal. Ja, genau, 1090. Ah, siehst du, genau, das wusste ich doch. Bin genau rechtzeitig abgedreht. Da kann man mal sagen, das war Glück gehabt. Hatte da nämlich schon eine böse Vorahnung, dass dieser Zerstörer genau auf mich wartet hinter der Insel. Da muss man ja nicht. Ja, guck, da ist er wieder, der Fubuki. So. Meine Maus noch wieder kriegen würde. So, du hast dich mich als Ziel ausgesucht, ja? Ach, da kriege ich gleich bestimmt noch ein paar Torpedos geschenkt. Das wird nicht mehr überleben. Das war's. Session. Das war's, das Gefecht ist beendet. So, das war ein Sieg, ein schöner Sieg. Wir haben immerhin 167.106 Silber erhalten, 4.400 EPs, 67.000 Schaden gemacht. Na gut, da könnte man mehr machen. Wir haben eine Aufgabe abgeschlossen, die Aufgabe 4. Gewinnen Sie drei Gefechte, in denen Sie mindestens die drittbesten EPs verdienen. Dankeschön dafür. Das heißt, wir sind in der Top 3, das haben wir schon mal festgestellt. Hier verursachen 20.000 Schadenpunkte an Zerstörern. Na gut, da kann man immer noch ein bisschen was machen. Haben wir hier irgendwas gemacht? Okay, verursachen Sie 10.000 TP-Schaden und Schiffe durch Brände. Okay. Und zur Rettung verdienen Sie 20 Basis-EP. Ach ja, da kriegen wir ja wieder diese 2.000 Basis-EP. Da kriegen wir wieder dieses. Ja, sind wir doch ganz gut dabei, ne? So knapp drinnen hier in den Top 3. Sehr schön. Gutes Gefecht gewesen. Ausführlicher Bericht. Da sehen wir sogar ein bisschen was. Schön. Kreditpunkte und EP noch angucken. Alles supi. Würde ich sagen. In diesem Sinne, das war eine Folge World of Warships hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Bei mir ist Thompson. Auf Wiedersehen. Servus.